Den sieht man ja nicht. Ach, wir haben ja ganz vergessen. Special. Service. Kann man denn überhaupt hin? Ich glaube, so ist richtig, ne? Ja. Ja, okay, so ist richtig. Ja. Ich war 1 km/h zu schnell. Wahrscheinlich würde ich da echt dafür gleich gefeuert. Oder öffentlich erhängt oder so. Kann ja alles sein, ne? Ich weiß ja nie. Ja, die KI hat auch irgendwie keinen Weg. Aha, ihr seid zusammen. Hat auch keine Wegfindungsprobleme, da bin ich wirklich, wirklich froh drum. Wow, ich... Wow, einfach nur. Wow. Einfach nur wow. Mach die Türen zu, ich habe doch keine Zeit. Jahre später, Jahre später. Das kann im Leben nicht auch nur annähernd der realistische Fahrplan sein. Naja. Okay. Egal. Egal. Kein Problem. Wäre natürlich noch interessant, wie wir dann diese Expresszüge fahren können. Da hätte ich mich Spaß dran eigentlich, aber irgendwie habe ich jetzt nicht bewusst gesehen, dass man den Express fahren kann. Ich finde es aber lächerlich. Sorry, muss ich ehrlich sagen, dass man hier jetzt nur 30 im Tunnel fährt. Was soll denn der Quatsch? Also, selbst in den 80ern ist man im Tunnel garantiert schneller gefahren. Wenn nicht, dann würde mich das echt wundern. Oh, ich fahre 1 km/h zu schnell. Die Kündigung steht schon an. Das ist ja echt wie eine Oma hier so ein bisschen, ne? Was denn da einen Fahrplan halten, wenn du 3 Millionen Jahre Zeit brauchst zwischen den Stationen? Gott, ich habe 3 Sekunden Abfahrt. Folge der Tüte. Tschö. Sind sie. Toll, jetzt hast du die Uschi da an der Tür eingeklemmt. Ach nee, sie hat es noch eingeschafft, na dann. Naja. Oh, ich darf mal was Gas geben hier, ist ja nicht wahr. Ich bin ja... Hoi. Das ist klasse hier, diese Grafikfehler. Das ist bestimmt so ein Extra. Special. It's not a bug, it's a feature. Mal Stoff für Olle Möhre hier. Jetzt kommt wenigstens mal ein bisschen was an Feeling auf hier. Okay, ja, das ist doch ganz nett jetzt eigentlich. Oh, ich sage sogar mal 56 fahren. Es scheint zu schneien im Tunnel. Oder das ist vom Fallout raus. Abmattung, wir haben einfach nichts mitgekriegt. Kann natürlich auch sein, dass dann halt der Fallout-Staub hier so reinbläst. Ja, aber nee, das ist doch jetzt mal ganz nett, dass man hier ein bisschen was schneller fahren kann. Soundmäßig klingt das aber ein bisschen recycelt. Vorne darf ich 65 fahren. So aufgeregt. Ah, doch, das hat was. Weil die Gleise relativ so lala aussehen. Aber so. Doch, ist eigentlich ganz nett.
Wahrscheinlich werde ich gleich gefeuert, weil ich ja mit 41 in die Station einfahre oder so. Das ist eigentlich gar nicht erlaubt ist. Naja. Ich denke so langsam. Warte mal, so ein bisschen bremsen. Das geht doch. Ich weiß gar nicht, wie ich dann überhaupt das behaupten können, aber müsste eigentlich normalerweise. Weil die so nah an der Bahnsteigkante stehen, die können wir natürlich einfach weggucken hier. Das wäre okay. Aber offensichtlich. Geht nicht. So, ich bin souverän gefahren und wir haben jetzt noch 40 Sekunden Zeit bis zur Abfahrt. Das ist Wahnsinn. Ja, das sind Top-Werte. Wow. Ich bin so glücklich. Und so stolz auf mich. Ja, das glaubst du gar nicht. Ja, jetzt hängen wir hier wieder und warten darauf, dass der Oishi da hinten im Schaffnerkanzel dann mal auf die Tube drückt. Übrigens habe ich die Gelegenheit genutzt und zwischen der Zwangspause der aufnahmetechnischen flott die Einstellung was runtergekurbelt. Weil das war ja nicht. Also das waren ja irgendwie 18 FPS oder so. Das war nicht unbedingt das Nonplusultra. So, jetzt haben wir es aber. Da vorne ist nur noch 32, da wollte ich gar nicht Gas geben. Großartig. Was ist es denn jetzt bis zur nächsten Haltestelle? Wir haben nicht das Gerät, erzähl mir das doch mal. Los! Ach, 130 Meter, da war ja gar nicht mehr Gas geben. Das lohnt sich ja schon fast gar nicht mehr. Ich fahre viel zu schnell, ich fahre viel zu schnell. Sorry. Naja, also man hätte die ruhig ein bisschen größer machen können oder zumindest die Größe einstellbar machen. Da habe ich auch noch keine Option für gesehen, dass das ginge. Von daher. Oh, da scheint ein KI zu. Seht ihr? Ja, ich. Hätte mal besser hingucken müssen. Da ist er. Leider kann man die Kamera in dieser Perspektive nicht bewegen. Guck mal durch, was wir alles für Sichten haben. Ah, das war's schon. Na toll. Aber jetzt gleich können wir auch auf die Außenkamera zugreifen, wenn wir rausfahren. Von daher geht's ja. Voilà. Das war ja hier die gute Zeit. Wir sind echt immer zu früh an sich, ne? Es scheint also noch einen stark vereinfachten Fahrplan zu geben für Einsteiger und Anfänger. Ja, ich glaube, da habe ich auch was gelesen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Naja. Tja, ich habe noch eine momentan eher gespaltene Meinung über dieses Spiel. Ich bin mal gespannt, ob es mich noch überzeugen kann. Weil es gab das im Steam Summer Sale recht günstig. Daher konnte man sich das mal zu Gemüte führen. Aber wir werden sehen, ob wir damit glücklich werden. Ich fahre zu schnell, jetzt werde ich wieder erschossen. Und Hunger habe ich. Ja. Jetzt darfst du nur mit 20 um die Kurve gurken. Wie soll ich denn da jemals ankommen? Gibt doch nichts. Aber doch, nett sieht's aus, das stimmt. Wie gesagt, also die Grafik kann sich schon sehen lassen hier. So ein, das ist doch das, der Rechtsrestschein vom Fallout. Da hinten das. Also doch, nett aussehen, das tut es. Oh, ich darf ja schon wieder 32 fahren, Mensch. Bin aber viel zu früh.
Wurst. Naja. Er riecht halt einfach irgendwie was essen oder so und in der Zwischenzeit lasse ich euch dann hier hängen, dann könnt ihr euch den Abfahrtsmonitor mal angucken. nicht? Och. Ah, voll ist es ja. Naja. Dann. Das ist aber wirklich gut gemacht. Wir sind einfach verschwunden. Klasse. Das ist sehr realistisch. Ich finde es total kacke, dass man sich in der Fenstersicht nicht umgucken kann. Als wäre man daran getackert. Aber das hat schon echt was hier. Auch wenn man gerade ein Thumbnail so... Also optisch ist das wirklich gelungen. Das muss man echt zugeben. Neidlos anerkennen. Das kann sich sehen lassen. Ich meine, ich fahre natürlich auch perfekt, ne? Ich meine, guck mal. Hier der... also da rechts, da. Hier, also von hier aus links neben dem Zug. Da ist der Haltedingsposition des Gedöns. So, Freunde, danach. Was ist denn jetzt hier? Geht es jetzt mal weiter? Darauf habe ich gewartet. Vielen Dank, auf Wiedersehen. So, nehmen wir mal ein bisschen Stoff hier. 32 ist schließlich drin. Naja. Jetzt, schon so eine Art Geschwindigkeitsrausch gerade. Aber ich finde es toll, dass es dann halt im Gegensatz zu World of Suppress 3 jetzt auch nicht unbedingt mehr ganz so einfach ist, hier die Steigung hochzukommen. Beziehungsweise, dass der Zug auch schneller wird, wenn man bergab fährt. Das ist wirklich... Das war aber auch echt überfällig. Muss man auch dazu sagen. Das kann man sich eigentlich gar nicht erlauben, weil das fällt auf. Also man kann hier ein paar Sachen... Generell kann man in Simulationen ein paar Sachen vereinfachen, aber nicht sowas. Also Berg... Also Tal- und Bergfahrt... Das muss, da gibt es gar kein Entkommen. Das muss mit rein. Das ist schon wieder noch 24. Ich bin begeistert. Ich werde in einer atemberaubenden Geschwindigkeit jetzt hier einfahren. Das blendet mir ein wenig. Da kannst du während der Fahrt Fahrgastwechsel machen. Mensch, Mensch, Mensch. So, haben wir es jetzt? Ist hier gar keine Halteposition. Oder ist das dieses dreckige Schild hier da? So. Ja, das ist ja echt geil. Weißt du, die drücken sich dann einfach nur auf einen Klump raus. Fantastisch. Das sind wieder die Momente, wo ich mich frage, gab es eigentlich keine Beta-Tester? Irgendwie, also... Weil... Also das fällt doch jedem auf. Also jedem. Naja. Wie auch immer. Da mach ich nix. Dusche auch nichts dran. Ich halt so. Ich finde es aber toll, dass diese nervigen Ein- und Ausschalt-Sounds für die Streckenmonitoren korrekt sind. Das ist klasse. Der war auch echt ätzend, aber das ist schon mal was. Man lernt anscheinend auch dazu. Ja, da hinten ist das Fallout, da fahren wir jetzt aber zum Glück 32 Sachen weg. Das wird uns also nicht erreichen können. Naja, zu sehen ist nicht. Hier können wir doch locker 60 fahren und locker, nee, mit 30 lang ist so jetzt. Halt erwarten, mach jetzt nicht mehr. Oder nicht? Oh, ich fahr zu schnell. Ich flatter gleich die nächste Abmahnung per Eulenpost ein, ich sag's euch.
Schön sind dann aber die Details immer zwischendurch, dass dann halt die abzweigenden Gleise hier für die Gleiswechsel in Forst sind. Das ist nett. Doch, doch. Jahre später, Jahre später. Ich fahre schon zu schnell. Das war gekonnt. Falls jemand fragt. So, ich glaube, jetzt habe ich genug Thumbnails. Ja, 3 Minuten Abfahrt. Ich fürchte, da fahren wir eher durch. Darf ich 56 fahren in der Station? Geil. Wenn ich mal Gas geben. Erwähnte ich bereits, dass ich ein Profi bin. Falls nicht, ich bin echt ein Profi. Jetzt hat mein Headset-Kabel verheddert. Ach, jetzt geht's wieder. Oh, haben wir schon Abfahrt? Das geht so natürlich nicht. So. Gehen wir mal ein bisschen Stoff hier. Hoppala. So, kurz noch nicht mit dem Stuhl hinlegen. Dann kann es direkt weitergehen. Hauptsache, das sieht doch das Loch. Ich fahr zu schnell. So, da kann man dann halt ein bisschen Verspätung aufholen von gerade, aber das ist ja eigentlich völlig im Rahmen hier alles. Kann's ja nicht mehr. Laden wir mal die Leute rein. Tja. Naja. So, so. Verstehe. Abfahrt. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Also, es ist schon, es ist okay, dass man nicht so das Verspätungspotenzial hat, aber das zwischendurch die Abfahrtszeiten, das ist schon. Naja, die sind schon teilweise lange. Ne? Das ist schon. So lala, würde ich mal sagen. Oh, ich darf ja 48 fahren, das habe ich gar nicht gesehen. War mich schon am Wundern, dieses unheimliche Rumgegurke hier. Das natürlich, da komme ich direkt wieder in Geschwindigkeitsrausch. Das glaubt sie gar nicht. So. Jetzt keinen Fehler machen. Ja, toll, du hast die ganze Zeit kaum bis wenig Bremswirkung und dann irgendwann einfach stehst du quasi instant. Das ist klasse. Das braucht die Welt. Telefon. Ach ne. So, wie schnell darf ich hier? 40. Ist ja nicht wahr. Ich finde die Beschleunigung für einen U-Bahn-Wagen auch eher grottig. Weil wenn wer in Berlin war oder sonst wo war, der weiß, die Dinger, die knallen dermaßen rein. Von daher. Naja, was. Naja. Das hilft ja auch nicht hier, das ganze Gemecker.
stehst quasi instant, wenn du voll drauf knallst, die Bremse. Na gut, dann würde ich mal sagen, beende ich das hier erstmal. Hat den einfachen Grund, um überhaupt zu gucken, ob das überhaupt ankommt, das Spiel. Wenn sich das hier nämlich keiner ansieht, dann muss ich auch nicht weitermachen, versteht er? Deswegen würde ich mal behaupten, wir machen hier eine kurze Pause. Ich hoffe, man kann überhaupt zwischendurch speichern. Das wäre schön. Und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis denne. Tschüss.